Heute öffnen wir Türchen Nummer 13 von Anne Stempel. Nein, doch. Anne Stempel Design Adventskalender 2021. Genau. Der Satz, der muss euch doch schon auf den Piss gehen, oder? Das ist der Hashtag, den ihr benutzt, wenn ihr Werke zeigt und selber daraus was bastelt. Türchen Nummer 13 haben wir. Ein Set mit drei Schmetterlingen und ein Spruch, lass es dir gut gehen. Finde ich sehr schön. Die Schmetterlinge kann man super kolorieren, kann man aber auch schön als Hintergrund verwenden. Und ich habe drei Beispiele. Eins davon basteln wir gleich wieder zusammen. Da habe ich einmal diese Variante. Da habe ich die Schmetterlinge unkoloriert gelassen. Da macht das Motivpapier, finde ich, schon die Szene. Und habe hier so ein Tag gestempelt, da den Spruch drauf. Und mit Glitzersteinen ein wenig verziert. Hier zum Thema Hintergrund gestalten. Da habe ich die Schmetterlinge in verschiedenen Lila-Tönen abgestempelt. Hier ist schon ein Glitzerstein verloren gegangen. Und das ist ein Stempel aus dem Geburtstagsset von Anne. Also man muss sie ja nicht immer zusammen benutzen. Man kann sie ja auch, ne, den kompletten Adventskalender kann man ja letztendlich mischen. Und ja, da ist dieses entstanden, wie sie halt so aus dem Bild wieder rausfliegen. Und diese ist ähnlich wie die erste und die machen wir jetzt auch zusammen. Und da habe ich die Schmetterlinge koloriert, ganz simpel in drei Farben. Das sind Action Twin Marker, also Alkoholmarker. Und ja, so sieht diese aus. Wieder sehr hübsch geworden, wie ich finde. Und gerne wieder in die Kommentare, welche euch am besten gefällt. Und dann viel Spaß jetzt beim Mitbasteln, wenn ihr es dann tut. Und ja, das war's. So, ihr Lieben, hier mein Beispiel zu Türchen Nummer 13. Da habe ich jetzt schon jede Menge vorbereitet, weil, ja, das sind Sachen, die müssen wir nicht zusammen machen. Da habe ich einmal einen Kartenaufleger in 14,5x10, dann noch einen Aufleger in 9,5x14. Das kleben wir aufeinander. Dann habe ich mir in derselben Farbe wie auch der untere Kartenaufleger hier ein Tag ausgestanzt. Da habe ich von Stampin' Up! So ein schönes Paket. Da habe ich mir den Spruch aufgestempelt. Dieses lass es dir gut gehen. Und die Schmetterlinge habe ich mir koloriert in Mint. Doch, das passt ganz gut. Nochmal so ein Farbklecks. Und ja, das werden wir jetzt einfach zusammensetzen. Mehr ist es gar nicht. Da übertrage ich gerade Daten. So. Setze ich mir hier so rechts rüber. Man kann hier natürlich noch ein Band dran machen, aber so habe ich jetzt nicht gemacht. Dann schneide ich mir hier den Rand ab. Und die Schmetterlinge werde ich wieder so erhaben aufkleben. Da werde ich diesmal den großen, glaube ich, hier hin machen. Den da. Also so 3D meine ich nicht haben. Und den hier. Jo. Sieht doch ganz gut aus. So, und dann kleben wir das fest und da mache ich dann tatsächlich nur hier in der Mitte Kleber drauf. Den hier drüben. Und den kleinen Fratz noch. Den mache ich hier so auf den Tag rauf. So. Und dann kommt das Ganze schon auf den Kartenaufleger. Ja, manchmal werden die Anleitungsvideos auch ganz schnell und einfach. Aber ich denke, das ist okay. So, mit einem gleichen Abstand komplett aufkleben. Das Ganze auf eine weiße Karte diesmal.
schon ist der Drops gelutscht und die Karte fertig. Passt halt trotzdem in den Briefumschlag, aber man kann die halt auch so hochbiegen. Und dann sieht es auch ganz hübsch aus. Jo, das war dieses Türchen. Wir sehen uns morgen.